Leute, willkommen beim ersten Video 1 Minute 1 Champion. Ich werde jetzt versuchen, eine Minute zu beschreiben, wie ich Heimdall am besten in einer Mission nutze. Und am Schluss zeige ich noch ein paar genauere Details. Wie man hier sieht, Heimdall bekommt einen Wutausbruch und auch andere Buffs. Mit schweren Attacken kann man diese bis zu 5-mal stapeln. Ich hole mir jetzt 3 Stapel vom Wutausbruch, löse dann eine SK3 aus. Dann sieht man dann gleich. Die SK3 löst einen Buff aus, der die Effektivität von Heimdalls anderen Buffs um 50% steigert und auch diesen Buff, man sieht es hier, den komischen Blitz, kann man auch permanent auslösen mit einer schweren Attacke. So, jetzt habe ich 8 Buffs, man sieht es oben hier, 8 Buffs, das gibt mir eine Kraftzufuhr im nächsten Kampf. Jetzt laufe ich relativ schnell zu einer SK2 voll, hole mir einen Wutausbruch, beziehungsweise glaube ich 2 gehen sich aus. Ja, noch einen, löst die SK3 aus und dadurch habe ich wieder 50% effektivere Buffs und dadurch ist der Kampf sehr schnell vorbei, dadurch, dass man ja relativ schnell diese Buffs voll bekommt. Ja, das ist meine Taktik, wie ich Heimdall spielen würde. Wenn ihr andere Ansichten habt, wie ihr den spielen wollt, dann schreibt es mir in den Kommentaren. Ja, hier jetzt mal noch zu den generellen Details zu Heimdall. Heimdall kann 4 verschiedene Buffs bekommen: Aufrüstung, Wutausbruch, diesen komischen Blitz, ich weiß den Namen leider nicht, und einen Präzisionsbuff. Er kann jeden dieser Buffs zu einem permanenten Buff umwandeln mit einer schweren Attacke. Welcher Buff umgewandelt wird, laut Beschreibung ist es zufällig. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es immer normalerweise der prioritätsmäßig der Blitz, Präzision, Wutausbruch und dann Aufrüstung ist. Aber laut Beschreibung ist es zufällig, also könnt ihr mich darauf bitte nicht festnageln. Also ja. Wie gesagt, Aufrüstung bekommt man durch Blocks bzw. Treffer. Wutausbruch Stapel bekommt man durch normalen Angriff. Und Präzision bekommt man, wenn man eine SK auslöst. SK auslösen, wie man hier sieht, verursacht auch noch True Strike, also Volltreffer, und einen Präzisionsbuff. Präzisionsbuff wird aber nur ausgelöst, wenn er dupliziert ist. Die SK2 ist dann zusätzlich auch noch unaufhaltsam und löst auch einen Stun aus. Ja, jetzt noch zu den Top-Sachen von Heimdall, wie man hier sieht. Die erste Heimdall-Synergie, da bin ich jetzt schon drüber gesprungen, macht, dass wenn ein Team-Member stirbt, wird er wiederbelebt. Und das gilt aber für alle anderen, nur nicht für Heimdall im Team. Mit einem der Thor oder Loki im Team werden 15% des fehlenden Lebens geheilt, wenn man zurückweicht und den Block hält. Das ist alle Synergien, die von Heimdall ausgelöst werden. Noch zusätzlich sind mit Zurückweichen Block halten für 1,5 Sekunden. Wie gesagt, bei Thor und Loki werden 15% des fehlenden Lebens geheilt. Bei Hella oder Angela wird ein Wutausbruch ausgelöst und bei Magic oder Guillotine wird ein Präzisionsbuff noch zusätzlich ausgelöst, der die kritische Schadenswertung erhöht. Man sieht es hier, hier wurde ich gerettet, dann reiche ich zurück, hole mir den Wutausbruch, Präzisionsbuff und ich werde dann gleich noch geheilt. Also dann, das war das Ganze von Heimdall. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ihr solche Videos wiedersehen wollt, schaltet einfach beim nächsten Mal wieder ein, abonniert den Kanal, liked das Video und ich bin auch für jede Unterstützung dankbar. Schaut einfach mal in die Beschreibungen, wie ihr mich da vielleicht unterstützen könnt. Und ja, verpasst nicht, ich werde in Zukunft auch ein paar Mal mehr Livestreams machen auf Twitch. Wie ihr da mit Twitch und so weiter anschauen könnt, seht ihr in der Beschreibung. Also dann, ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!